Wetter. Es war wirklich noch hitziger und auch noch giftiger und vor allem noch unsachlicher, als viele in den USA erwartet hatten. Das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Der amtierende US-Präsident und sein Herausforderer lieferten sich wirklich einen heftigen Schlagabtausch. Allerdings ging es weniger um Inhalte als um persönliche Angriffe. Ja, und für viele Beobachter und Fernsehzuschauer in den Vereinigten Staaten, aber auch weltweit, war es ein unfassbarer Tiefpunkt der Debattenkultur. Besonders hitzig ging es ja bei den Fragen zu Corona, den Antirassismus- und Polizeigewaltprotesten sowie der Gesundheitsreform zu. Die Highlights dieses ersten TV-Duelles fasst Andrea Ohms zusammen. Begrüßung aus der Distanz, kein Handschlag zwischen Trump und Biden, das war Corona geschuldet. Es hätte aber auch ein Zeichen der gegenseitigen tiefen Abneigung sein können. Erstes Thema, die Neubesetzung des Richterposten am Supreme Court mit der erzkonservativen Amy Coney Barrett. And we won the election and therefore we have the right to choose her and very few people knowingly would say otherwise. And by the way, the Democrats, they wouldn't even think about not doing because it. Because we're in the middle of an election already. The election has already started. Tens of thousands of people have already voted. And so the thing that should happen is we should wait. We should wait and see what the outcome of this election is. Beim nächsten Thema wurde es emotional. Corona und die vielen Toten in den USA. Trump habe versagt, so Biden. You folks at home, how many of you got up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID? How many of you were in a situation where you lost your mom or dad and you couldn't even speak to them? You had a nurse holding a phone up so you could in fact say goodbye. Trump habe die Gefahr, die von Corona ausgeht, gekannt und er habe trotzdem nichts unternommen. I don't trust him at all, nor do you. I know you don't. A lot of people died. And a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. Und spätestens da begann die Schlammschlacht. Use the word smart. So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Immer wieder versuchte Trump, Biden das Wort abzuschneiden. Der blieb ruhig und bei seiner Linie, versprach sich kaum und bot Trump Paroli. So auch beim Thema Steuern. Biden hatte vor der Debatte erklärt, $300.000 Steuern gezahlt zu haben. Bei Trump sollen es 2016 und 2017 gerade mal je $750 gewesen sein. Er habe Millionen gezahlt, behauptet Trump. Zeigt den Steuerbescheid, ruft Biden. Moderator Chris Wallace hatte oft Mühe, die beiden im Zaum zu halten. Nach 90 Minuten und 6 Themenkomplexen war alles vorbei. Zweimal werden die beiden noch aufeinandertreffen. Wem dieser Schlagabtausch geholfen hat, wird sich spätestens am 3. November zeigen. Das Thema wollen wir natürlich noch ein bisschen vertiefen. Stefan Wittmann hat sich dieses TV-Duell auch genauer angeschaut und hat sich vor allem auch die Reaktionen angeschaut. Wie sind die denn ausgefallen im Netz? Ja, die können wir uns gleich mal anschauen. Die sind gar nicht so weit von meiner Reaktion her. Das war echt zäher Käse. Man musste da tatsächlich durchgehen. Es ging hin und her. Man hat so ein bisschen versucht, manchmal die Kontrolle zu bewahren über das, was tatsächlich gesagt wird. Und so ging es dann tatsächlich auch vielen. Wir haben mal bei Twitter geschaut. Da schreibt beispielsweise ein User, mein 5-jähriges Kind, das politisch nicht wirklich schon eine Richtung hat oder ein Verständnis hat, das hat immer wieder den Kopf geschüttelt und gesagt, wie kann der Typ denn immer dazwischen schreien? Wie kann der denn immer die Leute unterbrechen, ohne dass er vielleicht mal die Hand hält, um eine Frage zu stellen oder eben sich signalisieren möchte, dass er einzugreifen will. Und das ist so der Tenor, den wir tatsächlich bei Twitter bei den Usern häufig sehen. Ein anderer hat auch die Frage gestellt, glauben die Amerikaner nach der Debatte tatsächlich noch, dass sie das größte Land quasi auf der Welt sind? Und das geht natürlich auch vor allem dahingehend, dass da Beleidigungen gefallen sind. Es wurde angegriffen. Es war eine Stimmung nicht wirklich präsidial, sondern eher, einige haben es auch verglichen, es war kein Showdown, sondern vielleicht eher ein Shitstorm, den die beiden Kandidaten sich da geliefert haben. Politische Reaktionen gibt es auch, wobei man da gleich mal einschränken muss. Chuck Schumer zum Beispiel, der ist ein bisschen konkreter geworden. Der Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Senat, der ist vor allem auf die Frage des Rassismus und der Unruhen eingegangen. Er hat dann eben gesagt, Trump hat auf die Frage, ob er denn diesen weißen Rassismus verurteilen würde, ein bisschen geschwommen und hat dann nur zu einer neonazistischen Gruppe sozusagen gesagt, stand back and stand by. Also bleibt zurück, haltet euch bereit und schreibt dann drunter, Präsident Trump ist eine nationale Schande und die Amerikaner werden dafür nicht mehr stehen.
Also das ein ganz klares Urteil, allerdings auch natürlich klar, kommt von einem Demokraten. Genauso wie das nächste, das ist dann die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, die geschrieben hat, Amerika hat heute eine Wahl vorgelegt bekommen, nämlich entweder einen Führer, einen Anführer zu wählen, der einen klaren Weg nach vorne gehen will, oder eben einen wütenden, immer wieder unterbrechenden Tyrannen. Also auch das eindeutig. Und was man im Netz auch sieht, die Demokraten haben sich zum Teil geäußert, von den Republikanern gibt es relativ wenig Unterstützung für Trump. Und deswegen hat der Präsident wahrscheinlich auch höchstpersönlich das in die Hand genommen, hat ein Foto getwittert, eben, das ihn zeigt, Joe Biden und den Moderator Chris Wallace. Und das soll natürlich suggerieren, er musste nicht nur gegen Biden kämpfen, sondern er musste gegen beide kämpfen. Sowohl gegen den Moderator, den Journalisten, als letztlich auch gegen seinen Kontrahenten. Und wie das dann in der Praxis ausgesehen hat, da können wir mal kurz in einen Ausschnitt reinschauen, damit wir einen Eindruck bekommen. Heal and replace Obamacare, but you have never in these four years come up with a plan, a comprehensive plan to replace Obamacare. Of course I have. Well, I got rid of the individual mandate. Excuse me. I got rid of the individual mandate, which was a big chunk of Obamacare. That is absolutely a big thing. That was the worst part of Obamacare. Chris, that was the worst part of Obamacare. Let me ask my question. Well, I'll ask Joe. The individual mandate was the most unpopular aspect of Obamacare. I got rid of it. And we will protect people with pre-existing conditions. I'm the moderator of this debate. And I would like you to let me ask my question, and then you can answer your question. Ja, also eindeutiger kann man es gar nicht zeigen. Da ging es schon heftig zur Sache. Absolut. Da kann man auch sagen, dass Donald Trump halt, wie gesagt, nicht nur mit Joe Biden, sondern auch mit Chris Wallace diskutiert hat. Aber der Moderator, der musste ja auch gegenhalten. Klar, er hat ja die Gesprächsführung. Wenn wir das alles jetzt gesehen haben, was du auch zusammengefasst hast und die Reaktion, haben denn die Vereinigten Staaten schon Umfragen gemacht, wer der Gewinner dieses Duells war? Ja, die Umfragen gibt es natürlich immer, die kommen dann innerhalb der ersten 90 Minuten. Die ersten Blitzumfragen, die zeigen dann zum Beispiel von CNN, dem Sender, dass tatsächlich Biden gewonnen haben soll. Wir können das dann hinter mir auf der Grafik auch gleich mal anschauen. Da ist davon die Rede, dass Biden bis zu 60% eben für ihn gestimmt haben, die ihn da in der Siegerrolle gesehen haben. Bei Trump dagegen nur 28%. Das ist insofern überraschend, dass Biden im Vorlauf dieses Duells so ungefähr 55% zugetraut worden sind. Und bei Trump waren es 43% ungefähr. Und dann sieht man, dass er in der Range liegt, die erwartet wurde. Trump dagegen ist doch deutlich abgestürzt. Also das ist die erste Prognose des Senders CNN. Und was das bedeutet, könnten wir dann hier auf dieser Karte sehen. Es geht ja bei der Wahl vor allem darum, auch die Swing States zu gewinnen. Das heißt, Bundesstaaten, die jetzt nicht traditionell eher für Republikaner oder Demokraten sind, das sind die dunkelgrau eingefärbten. Und da geht es dann vor allem darum, die Stimmen eben letztlich zu gewinnen, damit man auch die Chance dann auf den Sieg hat. Wobei, wenn wir über den Sieg reden, dann ist das TV-Duell, so wichtig wie es ist, nicht unbedingt ausschlaggebend. Wir erinnern uns, gegen Hillary Clinton hat Trump alle drei TV-Duelle verloren, tatsächlich nur in einem auf 30% gekommen. Und am Ende wissen wir ja, wie es ausgegangen ist. Ja, das sind dann schon eindeutige Zahlen. Allerdings muss man ja auch sagen, CNN traditionell ja doch eher von linken Zuschauern geguckt. Dankeschön, Stefan. Bei CBS war es 48 zu 41. Stefan, du wirst uns weiter informieren. Danke.